herzlichen Dank an die Zeitzeugin Clara Töns, 94 Jahre, ich erinnere noch mal daran, und mit 94 Jahren immer noch eine starke Stimme und eine gute Erinnerung. Und die vielen Details, die kriegen wir nur von den Zeitzeugen damals, aber immer mehr Zeitzeugen verlassen uns. Wir haben unter uns mit den Flüchtlingen nicht nur Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, sondern wir haben neue Zeitzeugen, die uns erzählen können, was moderne Waffen heute bedeuten. Vielleicht werden wir da lernen müssen, denen auch zuzuhören. Ansonsten möchte ich hier die Grüße erstmal überbringen des DGB-Vorsitzenden Ortwin Bikowicz-Widerski, der ursprünglich hier reden sollte, der aber kurzfristig verhindert ist. Ortwin Bikowicz-Widerski bat mich, Ihnen allen hier die Grüße auszurichten des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der ja im letzten Jahr schon die erste dieser Kundgebungen ausgerichtet hat. Und ich will ganz deutlich sagen, dass innerhalb des Vorbereitungskreises schon eine Idee da ist, dass wir dieser Katastrophe für die kleine Stadt jedes Jahr wieder gedenken wollen. Das ist keine Geschichte, die man nur geraden Gedenktagen überlassen soll, und wir packen das an. Ich habe lange überlegt, ob ich hier große Ausführungen zu dem historischen Ereignis machen soll, und habe gedacht, das tue ich nicht. Das ist viel kompetenter von Frau Töns gemacht worden, und da wird gleich Herr Kissenkötter ja auch noch mal vortragen vom Untergang Dölmens. Ich möchte vielmehr ein kleines Gedicht zitieren. Und das ist nicht besonders viel, das Gedicht, oder das stammt aus einem Brief, den Bertolt Brecht 1951 an einen Friedenskongress in Wien gerichtet hat. Und er schreibt: Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn nur anscheinend wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen, und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns heute nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir bekämpfen müssen. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie noch vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird mich nichts davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Soweit Bertolt Brecht wenige Jahre nach Kriegsende. Und Frau Töns, ich trage noch mal nach. Die gleichen Bomberstaffeln, die Dölmen hier in Schutt und Asche gelegt haben, haben in den Tagen davor und danach auch Borken, Ahaus, Dorsten, alles, was in einer Linie lag, in Schutt und Asche gelegt. Das dürfen wir tatsächlich, Sie haben ja gesagt, an vielen Stellen, Frau Ultrup, ist bombardiert worden, aber gerade eine Woche vor Kriegsende ist nochmal alles flachgelegt worden, und leidtragend waren die Zivilisten, die Zivilbevölkerung.
wenn wir den Willen der Überlebenden 1945 ernst nehmen, nie wieder wollen wir Faschismus und Krieg, nie wieder soll vom deutschen Boden Krieg ausgehen, dann müssen wir heute aktiv eintreten für Frieden und Abrüstung, dann muss Dülmen eine Friedensstadt werden. Jetzt spricht Rudi Kissenkötter zu uns. Er hat mir versprochen, nein, erstmal sie. Er hat mir versprochen, sowohl in Plattdeutsch als auch in Hochdeutsch sein Gedicht vorzutragen.